Square Enix. Was könnte das nur sein? Oh mein Gott! Und jetzt werden es die meisten wissen, die das Spiel kennen. Spätestens in diesem Moment. Ja, ihr habt es ja mehrfach gewünscht. Ich gebe es euch, ausnahmsweise mal. Warum ausnahmsweise? Nein. Ich mache das im Prinzip als Vorbereitung auf den Release am 11.07. von dem HD Remaster Spaß hier. Nämlich von Final Fantasy 12. Ne, da kommt ja dann das Jodiac, ich weiß gar nicht, wie es dann heißt. Jodiac Job System heißt es, glaube ich, hier. Und wir skippen jetzt einfach mal und fangen direkt an, denn wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Also, Final Fantasy 12 International Version Zodiac Job System. Nicht von dem Load Game irritieren lassen. Ich habe schon mal einen Spielstand angelegt, den brauchen wir nachher noch. Denn ihr werdet feststellen, das ist auf Japanisch. Das geht aber nicht anders. Ich weiß aber, was ich hier einstellen muss und dementsprechend legen wir los. Ja, warum Final Fantasy 12? Im Prinzip ja eigentlich nur, weil ich mich mal ein bisschen einfinden möchte in die Klassen, die es hier gibt. Denn Zodiac Job System, sagt ja schon der Name, es gibt dann Klassen in dieser Version. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Far on. If, following this, Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little... Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalvano with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy. Thank you.
Progress is lost! We must withdraw! No! The paling still stands. Shield beyond sight, near failing light. Then it's over. For my father. For my father! Lord Rassler! Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of All. There you shall find peace. Farong. Ach ja, ich liebe diese eindrucksvollen Intro-Dinger. Und natürlich, wie ihr gemerkt habt, Videoschnitt macht's möglich. Das Ganze war jetzt eben dann doch auf Deutsch, obwohl es das japanische Spiel ist. Merkwürdig, merkwürdig. The death of Lord Rassler Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the Kingdom of Dalnaska. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalnaska had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rassler's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace. Or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramanas, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbana Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down.
Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, stand. Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? Mother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanaster. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Vossler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! Ja, da sind wir endlich soweit. Und da kann ich auch noch ein paar Sachen dazu erklären, wie es denn dazu kommt, dass wir hier deutsche Texte haben, aber ein japanisches Spiel spielen. Und zwar, Zodiac Job System ist ja niemals bisher bei uns in Europa erschienen. Es gibt aber dafür eine Möglichkeit, die ich nicht unbedingt näher erläutern möchte, da das recht, nicht unbedingt kompliziert, aber nun ja, dann doch nicht unbedingt so einfach ist. Wir können nämlich das Ganze nicht in Deutsch starten, das Spiel, denn es gibt einen lustigen Bug, deswegen machen wir mal so ganz nebenbei, während ich noch so ein paar Sachen erkläre, das Tutorial. Im Prinzip hat er jetzt kurz uns erklärt, mit dem rechten Analogstick die Kamera, mit dem linken Analogstick können wir rennen. Noch dazu haben wir jetzt zum Beispiel im Zodiac Job System, in der International Version, die in Japan rausgekommen ist, die Möglichkeit mit L1 ein Speed-Up einzusetzen. Das heißt, das, was man von Emulatoren her kennt oder jetzt auch von den, sag mal, PC-Spielen von Square Enix, dann kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir uns hier ein bisschen durchkämpfen. Also einmal, erklärt uns jetzt, dass er eine Sprechblase im Kopf hat. Das heißt, ich kann mit ihm mit Kreis reden und ja, mit Kreis, nicht mit X. Das ist in Japan so üblich. Und dann bitte einmal nochmal mit dem hier. Und ich weiß gar nicht, ob das nötig wäre. Ja, doch, genau. Und dann nochmal mit dem Tor. Da erklärt uns jetzt das Ausrufezeichen. Bedeutet, du kannst mit Gegenständen interagieren und halt auch mit Kreis. Wer hätte es gedacht? Denn es gibt eine Stelle relativ früh im Spiel. Und mit relativ meine ich sehr früh im Spiel. Die wir gleich sehen werden. Denn es ist noch vor dem ersten Speicherpunkt, wo sich die deutsch gepatchte Version dann tatsächlich aufhängt. Und das ist ziemlich genau hier, nämlich, hier erklärt uns gerade, dass man sich den Verlauf anschauen kann, wenn man Dreieck drückt, also hier, so hier, ne, da kann man ja nochmal alles angucken. Und dann, genau, oder, so, X, weiter. Und genau hier, bei der ersten, zweiten, dritten, vierten Textzeile, hängt es im Deutschen sich das Ganze auf. Tja, und deswegen kann man das da halt nicht zu Ende spielen. Genauer gesagt kann man halt gar nicht spielen in der deutsch gepatchten Version. Aber naja. Gut, haben wir uns hier ein bisschen durch die Tutorial-Mission durch. Da gibt es ja nicht viel zu sehen, mehr oder weniger. Also ich habe mir das so gedacht, gucken wir uns so kurz den Zwischenfilm an. Genau, also ich habe mir das so gedacht, dass wir ja sechs Charaktere haben am Ende des Spiels oder im Laufe des Spiels. Und
Es gibt 12 Klassen, das heißt, wenn ich jede Klasse ausprobieren möchte, muss ich das Ganze zweimal spielen. Das heißt, wir machen das parallel. Übrigens, lustig, wie dieser Ding jetzt buggy ist. Achso, naja. Also ich werde ja hauptsächlich erstmal kurz ein bisschen Speed-Up benutzen, weil, naja, ist relativ sinnlos, hier sich das Ganze nochmal anzutun. Man kennt es ja mehr oder weniger. Und wenn ihr es nicht kennt, ihr habt auch nichts verpasst. Das ist wirklich nur ein Tutorial. Das im Prinzip daraus besteht, dass man einfach nur Angriff drückt. So, es hat uns nochmal einen Gebietswechsel erklärt, glaube ich. Und dann können wir auch gleich dann doch mal speichern und letztendlich zur normalen deutschen Version wieder wechseln. Die ist auch nicht komplett deutsch, aber zum großen Teil. Vossler! Where are you? If Captain Azalus has fallen. Don't nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times from to stop now. Men like him don't die in places like this. We make haste to reach the king. We will take him to safety. Is his majesty unhot? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty. Wait. Quickly, Rex. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, das war jetzt ganz normal auf Japanisch, da ich ja, wie gesagt, nicht die deutsche Version hier spielen kann an der Stelle. Kurz mal umschauen, ob da noch irgendwas ist. Nee. Das ist halt das Schöne an dem Spiel, man kann halt sehr schnell einfach mal so ein paar Sachen skippen oder sich schneller vorwärts bewegen. So, mit R2 erklärt uns, wir können wegrennen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Irgendwo gab es, glaube ich, noch ein Item gleich am Anfang. Ja, hier zum Beispiel. Ups. Weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, eine Potion war das. Und dann, nee, da geht's weiter. Aber hier war, glaube ich, nochmal eine Potion. Oder irgendein Item. Genau, Potion. Oder wie auch immer das geschrieben war. Ich habe es nicht genau gelesen. Geht mal aus dem Weg hier. So. Und jetzt, wenn man dann doch mal beim ersten Speicherpunkt ist, wechseln wir eben das Spiel auf die deutsche Version, dass ihr auch alles wieder ordentlich mitlesen könnt. Kleinen Moment. So. Es erklärt uns den Speicherpunkt. Ja, wenn du mit Kreises ansprichst, kannst du HP und MP regenerieren. Bla bla bla. Denk daran zu speichern oder sowas. Irgend sowas sagt er in der Art. Ich weiß es nicht genau. Ist auch nicht weiter wichtig, wie gesagt, das ist alles bloß Tutorial. So, dann gebt mir mal einen kleinen Moment und dann wechseln wir in 3, 2, 1 und schon sind wir in der deutschen Version. Da können wir jetzt auch direkt weiterspielen. Man muss einfach bloß einmal das Spiel speichern und kann man es neu laden in der deutsch gepatchten Version und schon ist man nicht mehr ganz so aufgeschmissen, was auch die ganzen Texte angeht, ne? Also auch jetzt hier ist alles soweit übersetzt. Zum Teil eben nur Englisch, die Story-Sachen sind aber alle in Deutsch, das reicht ja. We have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Ja, im Prinzip können wir nicht unbedingt viel machen hier, außer eben drauf zu hauen und zu warten, bis die tot sind. Also im Prinzip werde ich es so machen, ich weiß nicht, wie ich jetzt erklärt hatte schon in der Zwischenzeit, dass ich zwei Partys laufen lasse. Und zwar jeweils mit zwei verschiedenen Zusammenstellungen. Oh, nice. Da ich ja nur 6 Charaktere habe für 12 Klassen, ne? Und ich will mal jede ausprobieren zumindest und mal gucken, was jede so kann, damit ich auch dann hoffentlich pünktlich noch vor Release des HD Remasters fertig werde damit, um vielleicht auch so ein paar Tutorial-Sachen zu machen, ne? Und das ist halt sozusagen meine Vorbereitung nochmal dazu. Zumal ich einfach das Spiel auch nochmal spielen will, ist sowieso schon lange überfällig. Ich hatte es ja schon mal angefangen vor einiger Zeit. Aber da hat mir dann, glaube ich, auch ein bisschen einfach die Zeit gefehlt, das weiterzuführen. Beziehungsweise andere Spieler hatten, ja, Vorrang. Ich
Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damascus to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, I... Seize the insurgent. Hello! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Dalmasca is the property of the Empire now. And think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. So kann's gehen. Pretenses of peace left by the wayside. The Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer too for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life. Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Ramus, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. Tja, so ist es, wenn man Krieg verliert. Ne? Kennen wir uns ja am besten aus. ja. Ja, die ersten paar Folgen, das ist immer noch in der gleichen Party, ne? Da gibt es ja keine Unterschiede. Ist ja erstmal alles nur Story-Gedöns. Muss halt nur, ich glaube, ab dem zweiten Part dann langsam das doppelt aufnehmen, beziehungsweise das zumindest doppelt spielen erstmal. Das unterscheidet sich dann noch nicht wirklich, ne, weil am Anfang gibt es halt noch nicht so Unterschiede bei den Klassen. Aber man muss sich da schon mehr oder weniger entscheiden, relativ zeitnah. Hurry it up, they'll find us. I know, just a little more. You keep an eye out for me up there, Kites. One, two, three more. Right, time to clean house. Ja, ist im Prinzip nichts anderes als wie bisher. Angriff drücken und dann töten. Wobei auch Waren stehlen kann. Ich weiß gar nicht, ob die was zu stehlen haben, die Viecher. Müsste ich mal gucken eigentlich. Ein Rattenpelz. Immerhin. Ey, nicht weglaufen. Blödes Vieh. Verdienste. So, die letzte Ratte bitte noch. Und erstmal stehlen. Oh. Ne, warte mal, dann nochmal.
Wir haben ja Zeit. Komm schon. Weil ich glaube, wenn er nicht stehlen konnte, heißt das aber, dass er stehlen... Genau, eine Potion. Naja, immerhin. Man muss sich ja auch irgendwie zu bereichern wissen. Wow, Vaughn, you got them all yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops, totally forgot. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. So, ein paar Zwischensequenzen haben wir noch, deswegen nehme ich das eben noch mit. Und dann sollte es für diese Folge zumindest erstmal gewesen sein, kommt dort noch eine zweite. Your luck, peddler. Oops, sorry. But where you're going, churl? What? My pouch! It's gone! The boy! Get out the way! Oh! What? Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Pinello. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperial stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Miguelo out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Hmm. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Hmm. Oh, Miguelo had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. Ja, und wie gesagt, es gibt so ein paar kleine Probleme irgendwie mit Schatten und Sound, aber wüsste jetzt nicht, wie ich die beheben soll. Aber mich stört es nicht wirklich, also vermute ich mal, ist es für euch auch nicht unbedingt schlimm. So, dann haben wir nochmal die Tutorial-Geschichte für die Karte und Weltkarte sozusagen. Und ich würde sagen, das machen wir noch fix, wir gehen noch schnell zu Miguelo. Naja, wozu hat man es denn? Ist nur etwas schwer zu steuern, also ich kann immer bloß so
ganz kurz das Ganze beschleunigen, dann hört es irgendwann auf. Ah, Vaughn, I was waiting. Pinello said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier in the morning. Perhaps he ran into some trouble on the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. There's a team's in trouble. I'd be sending you to early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement good homage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Cuts to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? Bah. I can't leave my shop and I have Pinello on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. Ja, na sicher. Gut, dann soll es für diese Folge erstmal wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe mal, ihr seid recht begeistert. Genauso wie ich, in der Hoffnung, dass das hier irgendwie was wird. Ich bin noch recht gespannt. Mal gucken. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.